Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach westlichen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Ariela, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du gerade siehst, symbolisiert bildhaft dein Geburtshoroskop. Das bleibt. Da ändert sich gar nichts. Dieses Bild zeigt, wie die Sternenhimmel war über dir in dein Geburtsmoment. Und das ist dein Schicksalsweg, das sind im Sternen geschrieben, den Weg, was deine Seele ausgesucht hat. Das ist das goldene Weg. Also das bleibt, was aber nicht bleibt, das bist du, weil du machst Lebensschritte. Du beginnst deine Lebensschritte zu machen in deinem Geburtsmoment, also im Aszendent. Und so erlebst du die 7-Jahren-Periode. Alle 7 Jahren ändert sich die Lebensumstände, kommen andere wichtige Themen in dein Leben und du befindest dich momentan in Zeit, in dieser Periode der Wassermann. Du brauchst gerade mehr Leichtigkeit, du möchtest von einigen Dingen befreien, du hast die Bedürfnis nach Freiheit und du möchtest deinen Ideen verwirklichen, kommen natürlich Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und für dich ist wichtig, diese Lernaufgabe vieles mit einem adler Blick zu betrachten und ein Lebensgefühl, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Nicht nur du änderst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten auch. Sie bewegen sich. Es gibt schnellere Planeten, es gibt langsamere Planeten, je nach wie weit das von der Sonne entfernt sind. Die Planeten, wo in die Nähe von Sonne befinden, die sind schneller und die, wo weiter weg von Sonne entfernt sind, die sind langsamer. Das ist die Gesetz der Gravitation. Und immer wenn diese Bewegung kommt und ich werde dann sagen, wo diese Bewegung stattfindet, löst etwas im Geburtshoroskop auch aus, aktiviert etwas. Wenn zum Beispiel ein Planet in Tierkreiszeichen Zwillinge befindet, dann aktiviert etwas in deinem persönlichen Umfeld oder ändert sich dein Aussehen, deine Persönlichkeit. Damit meine ich vielleicht neue Haarschnitt oder andere Kleider, also andere Auftritt hast und ändert sich was im Finanzbereich. Wenn ein Planet schneller bewegt, dann kommt keine schicksalhafte Veränderung. Natürlich kann sowas auch auslösen, aber das wirkt mehr an den Alltag. Und die Planeten, die langsamer bewegen, die haben mehr eine schicksalhafte Veränderung. Dauert auch länger in unserem Leben. Ich beginne mit Januar 2019. Die letzte Planet unserem Sonnensystem ist Pluto, also ist die langsamste. Pluto befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Steinbock und wirkt etwas im Lebensbereich 9. und 10. Lebensbereich. Bei Pluto zeigt, dass du hier behaupten musst, Kraft zeigen und du lernst von vieles verabschieden, loslassen. Der Lebensbereich, wo Pluto wirkt, ist Reisen und Berufung. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein oder eine höhere Bildung, Erkenntnisse zu gewinnen. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist die Neptun-Energie. Neptun zeigt unseren Träume, Visionen, zeigt auch
künstlerische Begabung, Spiritualität, aber auch macht etwas undurchschaubar. Und hier gerade im 12. Lebensbereich, wo auch unseren geheimen Feinde auch befindet, da sollst du sowas auch erkennen. Ansonsten ist die Neptun-Energie aktiviert bei dir gerade diese Geheimnisse, deine künstlerische Begabung, dein Vision und dein Traum zum Leben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich im Widder. Das ist wie eingeschlossen und das könnte ein Hinweis sein, dass du gerade Bedenken hast oder Angst vor Veränderungen hast. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Hier hast du Lernaufgabe, etwas in Form zu bringen. Und das ist deine Berufung. Und da auch achten, welche Erkenntnisse kannst du gewinnen. Magst du auch Lebenserfahrungen mit Ausland, Auslandskontakte. Jupiter bringt Glück, vergrößert auch etwas. Jupiter befindet sich im Schütze. Und da hast du einen Einfluss im Bereich Veränderungen, Transformation und Jupiter wirkt auf deine Partnerschaft. Dass du da Glück hast, Chancen, Möglichkeiten und sollst du diese optimistische Haltung haben, dass du da glücklich sein kannst in die Liebe, Partnerschaft. Und natürlich auch darauf achten, dass hier diese Veränderung, dieser Loslassen von Ängsten befreien da ist. Mars ist deine Kraft, wo du dich einsetzen sollst. Mars ist im Widder. Du sollst jetzt deine Kraft bleiben, dich durchsetzen. All das, was du gerade vorhast oder behaupten, auch mal Nein sagen und nicht davorlaufen, wenn jemand dich angreift, sondern um etwas erkämpfen im Leben oder mutig zu sein, Mut und Kraft zu zeigen. Venus bewegt sich relativ schnell. Venus ist die weibliche Energie, hat einen Bezug zu Liebe, Partnerschaft. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das, was du gerade erlebst, Liebe, Partnerschaft, deine weibliche Energie, Leben, Entdecken, auch die Sexualität, dieser 8. Lebensbereich hat damit auch zu tun. Merkur ist der Planet der Handlungen, Kommunikation, hat mit Ausbildung auch was zu tun oder Austausch, Wissen zu vermitteln oder Wissen annehmen. Aber Merkur vermittelt auch Worten, also hat mit Gesprächen was zu tun, auch mit Verträgen. Merkur befindet sich im Steinbock, hat einen Einfluss auf deine Berufung und kann auch Auslandskontakte sein, Nachricht von Ausland oder dass du Fremdsprache lernst. Und Sonne ist auch im Steinbock, da fließt die Lebensenergie. Die Mondphasen. Ich kann nicht erzählen, welchen Tag wo Mond befindet, sonst würde diese Aufnahme ewig lang sein. Sondern ich erwähne die Mondphasen, weil das hat eine große Bedeutung. In einem Neumond sollen wir uns zurückziehen, nach innen schauen, nachdenklich sein, meditieren über etwas. Immer die Themen, wo sich dieser Neumond befindet. Ein Vollmond gibt uns die Licht, die Klarheit und Orientierung oder sind wir die Suche auf die Wahrheit oder möchten wir etwas klären. Ein Halbmond ist immer Spannung. Bei Halbmond verspüren wir Unsicherheit, Nervosität
oder erleben wir, dass in unserer Umgebung verläuft alles so hektisch, jeder ist so nervös. Also das, was die Mondposition oder Mondphasen auslösen kann. 21. Januar ist Vollmond im Löwe, gleichzeitig ist ein Mondfinsternis. 27. Januar ist Halbmond im Skorpion. Februar. Die langsameren Planeten bleiben, aber die schnellere ändert sich die Position. Sonne ist im Wassermann. Da fließt die Lebensenergie. Das kann für dich auch eine Heilung sein, weil erreicht dein Geburtschiron hier. Merkur, der Kommunikation, Gesprächen ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und betrachte diesen 12. Lebensbereich, weil das bedeutet Rückzug, Schweigen, Geheimnisse. In dieser Zeit, also Februar, achte drauf, entweder jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse und du erfährst etwas von diesen Geheimnissen, kann auch bedeuten, dass du etwas vorhast, dann ist besser nichts sagen, sondern schweigen. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie schwätzen etwas über deinen Rücken. Ist auch möglich. Venus befindet sich im Februar im Steinbock. Da zeigst du deine Kreativität oder du bist als Frau da wahrgenommen. Und Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Verlässt die Widder und übergeht im Stier und hat auf deine Persönlichkeit einen Einfluss oder das ist gerade die Zeit, wo du dich behaupten kannst. 4. Februar ist Neumond im Wassermann, 12. Februar ist Halbmond im Stier, 19. Februar ist Vollmond im Jungfrau, 26. Februar ist Halbmond im Schütze. März. Mars bleibt noch im Stier. Und Uranus übergeht auch im Stier. Bringt Umbrüche und Veränderungen in deiner persönlichen Umgebung oder ändert sich deine persönlichen Kontakte oder ändert sich plötzlich deine Einstellung, dein Aussehen. Und Uranus bleibt 7 Jahre lang im Stier. Also einigen Jahren hast du Uranus-Einfluss in deine Persönlichkeit, in deine persönlichen Umgebung. Mars ist auch im Stier. Das kann eine plötzliche Begegnung sein mit einer männlichen Person. Jupiter ist im Schütze. Das bleibt Saturn und Pluto bleibt auch. Sonne ist im Fischen. Du schaust in die Tiefe und hast du Lebenserfahrungen oder schaust hinter den geschlossenen Türen und erfährst Geheimnisse oder kommt etwas ins Licht. Kann auch bedeuten, du brauchst Lebenskraft und ziehst du dich zurück. Venus ist im Wassermann.
wirkt auf die Berufung, wirkt auch die Freundschaften, dass du als Frau wahrgenommen bist, kann auch eine Verbindung sein mit einer weiblichen Person, mit einer Freundin. Merkur ist in Fischen. Wieder in diesem Bereich Geheimnisse, das Gleiche gilt, entweder jemand erzählt ihre oder seine Geheimnisse oder du sollst schweigen, sonst kommt es ins Licht. Wenn du jemand anvertraust, kann auch bedeuten, dass jemand spricht etwas hinter deinem Rücken, es ist nicht gut gemeint und es kommt alles ins Licht. Rückläufigkeit bedeutet, wenn ein Planet rückläufig ist, entweder, dass das etwas gebremst ist, man hat das Gefühl, es ist alles so zäh, es geht nichts voran. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, karmischen Themen oder Vergangenheit, dass ein Thema wiederholt sich oder meldet sich jemand von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig bis 29. März. 6. März ist Neumond im Fischen, 14. März ist Halbmond in Zwillingen, 21. März ist Vollmond im Waage, 28. März ist Halbmond im Steinbock. April. Venus ändert sich, Sonne, Merkur, vielleicht sogar Mars. Ja, Mars ändert sich auch. Mars übergeht in Zwillinge. Das bedeutet, entweder du behauptest dich finanziell, kann auch bedeuten, dass du Wertschätzung verlangst von deinem Partner, kann auch bedeuten, dass du kämpfst um die Finanzen. Mars ist ein Impuls und das kann natürlich auch auslösen, dass du unüberlegt Geld ausgibst. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und solange bis du dich eingeschränkt fühlst, dann fühlt sich Sonne auch in die Schattenseite gestellt, gerade in dieser Position, wo ihm wieder in diesem eingeschlossenen Zeichen ist. Also achte darauf, dass du in den Mittelpunkt stellst, dass du nicht zurückziehst und zeig Kraft und Mut. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Hier in diesem Bereich die Geheimnisse, das kann natürlich bedeuten, dass du deine Geheimnisse bewahren sollst, kann auch bedeuten, dass eine Frau ihre Geheimnisse erzählt und Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Fischen. Hier handelt es sich um Gespräche über die Liebe oder mit einer Frau. 11. April wird Jupiter rückläufig, 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Widder, 12. April ist Halbmond im Krebs, 19. April ist Vollmond im Waage, 26. April ist Halbmond im Wassermann. Mai. Sonne, Merkur, Venus, alles ist im Stier, auch Uranus, Sonne, Merkur, Venus, im Stier. Das hat natürlich einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder in deiner persönlichen Umgebung kommt einiges in Bewegung und Mars übergeht im Krebs. Und das bedeutet, entweder setzt dich hier durch
Oder zeigst du Kraft und Mut oder bewegst du dich in diesem Lebensbereich etwas? Kann auch eine Verbindung sein mit einer männlichen Person. 4. Mai ist Neumond im Stier, 12. Mai ist Halbmond im Löwe, 18. Mai ist Vollmond in Skorpion, 26. Mai ist Halbmond im Fischen. Juni. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Hier handelt es sich um deine Persönlichkeit, um deine Werte und um die Finanzen. Und Merkur ist im Krebs und das kann Gespräche sein mit einer männlichen Person. 22. Juni ist Neptun rückläufig, 3. Juni ist Neumond in Zwillingen, 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau, 17. Juni ist Vollmond im Schütze, 25. Juni ist Halbmond im Widder. Juli. Sonne, Venus, Mars, Merkur, die ändern sich schnell. Also Juli, Sonne und Venus ist im Krebs. Die Lebensenergie fließt in diese Richtung. Entweder verschönerst etwas oder hast du Kontakt mit einer weiblichen Person. Mars und Merkur ist im Löwe. Das ist bei dir sehr betont. Also hier aktiviert Mars und Merkur alles. Das kann Gespräche sein, Kontakte mit einer männlichen Person. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Krebs. 9. Juli ist Halbmond im Waage. 16. Juli ist Vollmond im Steinbock, 25. Juli ist Halbmond im Stier August, also Sonne, Venus, Mars und Merkur ändert sich. Sonne, Merkur, Venus, Mars, alles ist im Löwe. Aktiviert dieser Bereich, was dir sehr, sehr betont ist in dein Geburtshoroskop. 2. August wird Merkur direktläufig, 12. August wird Jupiter direktläufig, das heißt, ändert sich die Richtung, es geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Löwe, 7. August ist Halbmond im Skorpion, 15. August ist Vollmond im Wassermann, 23. August ist Halbmond im Zwillinge, 30. August ist Neumond im Jungfrau. September. Sonne, Merkur, Venus, Mars, alles ist im Jungfrau. Aktiviert hier Themen, 5. Lebensbereich Kinder und Arbeit. Hier ist die Lebensenergie, Klarheit, Orientierung durch die Sonnenkraft. Venus ist eine Kreativität, kann auch eine weibliche Person sein. Merkur löst Gespräche, Verträge aus und Mars ist deine Kraft, dein Einsatz, wie du dich behauptest, kann aber auch Kontakt mit einer männlichen Person sein. Natürlich kann auch beides bedeuten. 18. September wird Saturn direktläufig und das hat eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unser Schicksal,
Und so lange, bis das rückläufig ist, ist wie alles gebremst. Und dann ab 18. September dreht sich in andere Richtung und endlich geht alles voran. Und das erlebst du hier, 9., 10. Lebensbereich. 6. September ist Halbmond im Schütze, 14. September ist Vollmond in Fischen, 22. September ist Halbmond in Zwillinge, 28. September ist Neumond im Waage. Oktober. Mars ist in Skorpion. Das kann eine männliche Person sein und Thema ist Liebe, Partnerschaft. Sonne und Merkur ist im Schütze und Venus ist im Steinbock. Sonne, Merkur hier im Schütze, Venus ist im Steinbock. Hier hast du entweder einen Prozess der Transformation und lernst etwas, kann auch bedeuten, dass die ämtlichen Sachen bringst in Ordnung. Und hier bei Venus-Energie entweder deine Weiblichkeit kommt in Glanz und bist du wahrgenommen, kann auch bedeuten, du bist kreativ und zeigst du das auch beruflich oder hast du Reisen, Auslandskontakte oder Ausbildung. Aber auch bedeutet Kontakte mit einer weiblichen Person. 4. Oktober wird Pluto direktläufig, also ändert sich die Richtung. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock. 13. Oktober ist Vollmond im Widder. 21. Oktober ist Halbmond im Krebs. 28. Oktober ist Neumond in Skorpion. November. Sonne, Merkur und Mars ist im Skorpion. Hier kannst du rechnen damit, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person. Hat mit Beziehung etwas zu tun. Und Venus befindet sich im Schütze. Das kann mit Liebe, Partnerschaft, auch mit Intimität was zu tun. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig, ab 21. November wird direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Wassermann, 12. November ist Vollmond im Stier, 19. November ist Halbmond in Löwe, 26. November ist Neumond im Schütze. Dezember. Sonne ist im Steinbock. Venus und Merkur ist im Schütze, Sonne im Steinbock, Venus, Merkur ist im Schütze und Mars ist im Skorpion. Jupiter ändert sich die Position. Jupiter übergeht in Steinbock und bleibt ein ganzes Jahr im Steinbock.
bringt Möglichkeiten, Chancen, auch Glück. 4. Dezember ist Halbmond in Fischen, 12. Dezember ist Vollmond in Zwillinge, 19. Dezember ist Halbmond in Jungfrau, 26. Dezember ist Neumond im Steinbock. So ist die Bewegung für Jahr 2019 nach westlicher Astrologie. Ich vertrete die indische Astrologie, ich stehe mehr auf dieser Berechnung, wo die Präzession berücksichtigt wird, was auch übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Also ich bin mit dieser Bewegung nicht ganz einverstanden, aber das ist meine persönliche Meinung und jeder soll ihre eigene Meinung bilden. Ich habe nun so gezeigt, wie die westliche Astrologie das beschreibt und damit hast du mehr Einklang zu deinem Geburtshoroskop, was auch nach westlicher Astrologie berechnet wurde. Liebe Ariela, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.